Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Realitätsabgleich September 2023. Diesmal wieder mit Frank. Frank, schön, dass du da bist. Wir haben uns lange nicht, obwohl gesehen haben wir uns vor 14 Tagen, aber lange nichts voneinander gehört, was den Realitätsabgleich betrifft. Umso wichtiger ist es, dass wir das heute nachholen. Ich freue mich. Danke, Dieter. Freue mich, wieder dabei zu sein. Wir haben sicher was nachzuholen, auf jeden Fall. Das haben wir tatsächlich. Und ich habe ja schon einige Vorabinformationen bekommen von dir. Wir wollen es heute auch wieder sehr kompakt halten, weil wir könnten das theoretisch mit einer Stunde oder zwei sogar ausfüllen. Das, denke ich mal, sollten wir nicht so weit ausufern lassen. Also das unter dem Motto Zusammenfassung der aktuellen Höhepunkte, ich glaube, so kann man das erstmal darstellen. Das ist ja nach wie vor so für diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind. Es ist so, dass wir also, wenn wir diesen Abgleich vornehmen, Realitätsabgleich, dass es also immer aus der Metaperspektive erfolgen soll. Das ist ja unsere Haltung und dem Motto, was bedeutet das? Und die Grundhaltung grundsätzlich vom Tenor ist eben die grundsätzlich nicht gegen etwas, sondern für das Leben. Ja. Aufklärung in dem Sinne als wichtiges Agens natürlich, aber vor allen Dingen eben nicht in die Angst zu gehen. Das soll uns eben hier Sicherheiten bringen. Das ist so das Hauptanliegen eigentlich, was ich auch als meine Mission bezeichne. Frank, fangen wir gleich an? Machen wir. Okay, Frank, ich weiß nicht, schon wieder 2 Monate her, da warst du noch in Arizona, da haben wir den vorletzten, glaube ich, Realitätsabgleich oder sogar noch länger, 2 oder 3 Monate Realitätsabgleich vorgenommen und da hast du über die Botschaft der Hopis, über den Ablauf der Welt geredet. Jetzt habe ich natürlich nicht nur persönlich ein großes Interesse daran, sondern ich kriege sehr viele Anfragen. Ja, was ist die Botschaft? Wann bringt Frank das und wann redet er darüber? Möchtest du da was zu sagen? Auf jeden Fall. Das war schon einige Monate. Ich glaube, das war Ende Mai. Und Tonja hat, die übrigens grüßen lässt, die hat das für uns in Arizona organisiert, dass wir eine besondere Einladung bekommen haben und mit einem Schamanen dort getroffen haben, der uns dann auf das Land, auf das Hopi-Land, wie es genannt wird, begleitet hat, weil da darf keiner hin mehr. Also die Hopis sind sehr konsequent geworden mit Fremden, die da hinkommen. Und er hat uns dann auf diesen 2 oder 3 heiligen Plätzen gebracht. Und eines davon hieß ja der Fels der Prophezeiung, übersetzt auf Deutsch. Prophecy Stone oder Prophecy Rock. Ja. Und dieser steht schon ewig da, aber auf dem Stein drauf gemalt ist eine Zeichnung von der Lebenslauf von den Hopis. Und Hopis in sich selber, der Name Hopi bezeichnet eigentlich mehr so eine Philosophie, so eine Lebensphilosophie. In dem Sinne, es heißt mit dem im Leben mit zusammen, im Einklang mit der Erde, im Einklang mit seinen Gefühlen, mit den höheren Gedanken, also mit einem höheren, empfindlicheren Bewusstseinszustand. Und in dem Sinne kann jeder, der diese Philosophie annimmt, eigentlich Hopianer sein. Das fand ich interessant. Und auf diesem Lebenslauf ist da so eine Zeichnung und die geht hoch und dann spaltet sie sich. Und schlussendlich landet das so auf 2 Zeitlinien, man kann sie nicht anders bezeichnen. Wirklich Zeitlinien. Und ich war neulich gerade in Regen und habe einen Vortrag genau über dieses Thema gemacht, zwischen den Unterschied zwischen den 2 Zeitlinien auf der Hopi-Zeichnung und die 2 Zeitlinien, die mit dem Looking Glass-Projekt und so weiter vorgekommen ist, auf die ich ja letztes Jahr so intensiv verarbeitet habe. Und das war sehr spannend, weil diese 2 Zeitlinien bezeichnen eigentlich genau das, da wo wir jetzt gerade sind. Und diese Botschaft sagt uns, dass die Hauptmerkmale sind zum einen die modernen Hopis, die weggegangen sind und wieder zurückkamen und sollten eigentlich die Zurückgebliebenen, die sich da auf dem Land niedergelassen haben und das geschützt haben im Namen des Schöpfers, sollten von ihren Brüdern ergänzt werden. Aber was stattdessen passiert ist, wissen wir alle, sie haben sie nicht ergänzt, sondern sie haben ihnen das Land weggenommen, ihnen weggedrängt und ihre Technologie sollte eigentlich der Menschheit dienen und stattdessen ist sie zum Negativen gegangen. Und die untere Zeitlinie zeigt einfach diese Linie von den Naturmenschen. Und das Lustige ist, ganz am Ende, oder lustig kann man es gar nicht bezeichnen, aber das Interessante vielleicht ist, dass ganz am Ende gibt es noch eine Verbindungslinie zwischen diesen 2. Das ist sozusagen, als ob in der letzten Minute, am Ende der Zeit,
können die Menschen, die den falschen Weg gegangen sind, noch eine Chance bekommen, zurück auf der Naturzeitlinie zu sein. Ich kann es vielleicht einblenden. Und wenn sie auf dieser Linie sind, dann, dann kommen sie wieder zusammen mit dem Schöpfer. Das heißt, der Schöpfer ist am Anfang da und er ist wieder am Ende da. Und alles dazwischen müssen wir entscheiden. Und das ist auch eine der wichtigen Botschaften. Das ist, der Mensch kann, er muss es für sich selbst entscheiden, durch den freien Willen, den Weg zu gehen oder den Weg zu gehen. Das sind so die Hauptmerkmale von dieser Botschaft. Also das ist insofern ja nur doppelt interessant, weil du weißt ja, ich habe ja mit Carrie Kay da auch ein Gespräch geführt. Gehen wir ganz kurz gleich nochmal drauf ein. Das geht ja in die gleiche Richtung. Und was ich auch erkannt habe, ist, dass sozusagen jetzt es darum geht, dass die Ernsthaftigkeit hinterfragt werden muss. Ich habe auch das Gefühl tatsächlich seit Wochen immer mehr gehabt, dass wir mehrere Male schon sehr kurz davor waren, aber immer noch mal, als wenn man uns noch so eine Restzeit gegeben hat, sondern wir müssen die anderen auch noch abholen. Ja, und was du auch gerade zusammengefasst hast, macht ja auch Sinn. Ich spreche immer davon, eine Zwangsbeglückung, Zwangserleuchtung, Zwangsaufstieg unter dem Motto, wir wollen ja nur dein Bestes. Das ist ja gar nicht zulässig und wird auch nicht funktionieren. Kann nur funktionieren über den eigenen Willen, über die eigene Entscheidung. Wir wissen ja gar nicht den Seelenplan der einzelnen Menschen, was vielleicht noch erfahren werden möchte, was eben hier noch auf Erde 1.0 sich ereignen wird. Also deswegen kommt mir das, ja, also nicht nur sehr bekannt vor, sondern ich kann nur abnicken und sagen, oh ja, genauso sehe ich und fühle ich es auch. Bist du da auch mal? Ja, und die haben diese Botschaft, ja, die tragen ja diese Botschaft schon seit Hunderten von Jahren. Ja. Und die hat sich, die bleibt unverändert. Das heißt, dieser Zyklus und jedes von diesen, diese Zeichnung repräsentiert ja den Zyklus, in dem wir jetzt sind. Und das nennen sie die vierte Welt. Und wir gehen von der vierten Welt, stell dir vor, vierte Welt in die fünfte Welt, weißt du? Und wir hören ja, was hören wir heutzutage immer wieder? Fünfte Dimension, ja? Und es ist interessant, diese Parallelen dazwischen. Und es zeigt uns, und er hat uns auch erzählt, dass die modernen Brüder der Hopis angefangen haben in der letzten Welt mit Genmanipulation. Sie haben Früchte und Blumen und andere Sachen gentechnisch manipuliert. So sind sie von der Natur weggekommen und sogar dann auch später Menschen geklont und so weiter. Und das war alles da drin schon. Das wussten die und das war in der dritten Welt so. Und die sind dann rausgekommen in die vierte Welt, einige davon, so wie eine Arche. Und die Geschichte, wie sie da hochgekommen, war ja auch sehr lustig. Irgendwie, die sind so auf so einen Bohnenstock hochgeklettert und haben einen hinterlassen, den haben sie dann verheiligt, weil der musste dann schützen. Falls die Bösen noch kommen, müsste er den abhacken und wegbrennen, damit die anderen nicht hochkommen in das heilige Land. Die neue Welt, ja, sozusagen. Es ist alles damit viel damit hinein symbolisiert werden worden. Also das macht ja alles aus verschiedensten Richtungen jetzt immer mehr Sinn. Nicht? Ich sag ja, also hab da auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aus einer ganz anderen Richtung, nochmal scheinbar anderen Richtung, finde das nochmal eine Bestätigung. Aber gehen wir nochmal, setzen wir das weiter fort, worum es jetzt in der finalen Finalzeit für diejenigen jedenfalls geht, die das Gefühl haben, sich entschieden zu haben oder ja, vielleicht sich noch entscheiden wollen, dieses Erwachen, diesen Aufstieg, diesen Prozess des Shifts in die neue Richtung zu gehen, was wir ja Erde 2.0 nennen und der neuen Welt entspricht. Da wird es um nichts anderes gehen, als tatsächlich eine klare Entscheidung. Und das ist auch für mich der Hauptgrund, nicht nur, weil eine kritische Masse da noch nicht erreicht ist von der Menge her, sondern weil auch die Menge zum einen, aber auch die ganz individuelle, ich sag mal, Intensität noch nicht da ist. Also es läuft immer noch unter dem Motto, ich persönlich muss das für mich auch in der Frage und tue das auch immer wieder, wie sehr will ich es wirklich? Es gibt ein Naturgesetz und eins der Elementarsten in der Biologie überhaupt, das heißt alles oder nichts. Bedeutet im Grunde genommen, dass es nur 100% Entscheidung gibt oder eine 100%ige Lösung gibt, die etwas Neues in Erscheinung treten lässt. Also ein einfachstes Motto ist, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Es gibt nur schwanger oder nicht schwanger. Das ist alles oder nichts Gesetz. Und an dieser Grafik sehen wir sehr schön, dass also an jede Zelle, egal ob sie nun eine biologische Zelle ist, aber von einem Menschen oder von einer Pflanze oder von einem Tier, völlig egal,
hat eine Gemeinsamkeit. Da gilt genauso eben dieses Alles-oder-Nichts-Gesetz. Da sind also Energien, die sich da kumulieren, anspeichern, ja, bis ein Schwellenwert erreicht ist. Und dann auf einmal tritt dieses Neue in Erscheinung. Ein großer Impuls in diesem Falle, ein elektrischer Impuls, ja, ein kleiner EMP, wenn man so will. Und dadurch tritt etwas Neues in Erscheinung. Ja. Und ja, und wenn wir das jetzt mal analog nehmen, dass sozusagen das, was wir uns hier kumulieren und das, was bei einer Zelle energetisch passiert, indem sie durch Kalium, Natrium einfach mal sehr viel auch Ladungsträger diffundiert, also aufnimmt, sodass dann die Zellspannung sich erhöht, um genau dazu zu führen, dass es dann eben zum Alles kommt. Ja? Das entspricht unserer Grundhaltung. Mit ganz einfachen Worten zusammengefasst, wir sollten alle noch hinterfragen, wollen wir es wirklich ganz genau? Und da reichen nicht 99%, sondern tatsächlich 100%. Ja, und das ist jetzt unsere Aufgabe, wenn man so will, das genau zu hinterfragen, wie genau will ich es, wie wirklich will ich das. Da gilt nicht, by the way, das kann man ja mal probieren. Und ich glaube, darauf habe ich schon sehr oft hingewiesen. Aber umso mehr und umso wichtiger ist das, was jetzt gerade passiert. Und deswegen habe ich auch mir das so zurechtgelegt und möchte euch das unbedingt zeigen, dass das ein fundamentales Grundgesetz des Lebens ist. Ja, und das wissen sehr wenige. Und ich denke mal, von der Natur können wir sehr viel lernen, wenn wir einfach mal das übertragen, was jetzt im Biobereich ohnehin funktioniert und immer schon funktioniert hat und Leben ja es ermöglicht hat. So können wir das jetzt nach den hermetischen Prinzipien, wie oben so unten, wie innen so außen, übertragen, dass wir jetzt gefordert sind, um zu hinterfragen, wie sehr will ich es wirklich. Überrascht dich das ein bisschen, Frank? Kanntest du dieses Alles-oder-Nichts-Gesetz? Oder gehört haben wir da ja alle schon vor? Oder? Es ist nicht etwas, worüber ich öfters geredet habe oder mich mit beschäftigt habe, aber ich muss schon schmunzeln, weil die Zeichnung selber ähnelt ja auch wieder, wenn wir jetzt zurück Bezug nehmen auf den Hopianern, ihre Prophezeiung am Ende der Zeitlinie, die von dem Künstliche, von der künstlichen Welt bezeichnet wird, da ist auch so eine Welle gezeigt. Die geht hoch, die geht runter, die geht hoch, die geht runter und die geht schlussendlich ins Nichts. Aber die symbolisiert natürlich diese verschiedenen Versuche und die dann wieder scheitern und dann wieder ein Aufbau und wieder scheitern. Mhm. Und das symbolisiert natürlich auch, gerade was du erklärt hast, dieses Überladen und dann irgendwann wird dann die Ladung so hoch, dass dann ein Trigger kommt und dann kommt etwas Neues. Ja? Und das müsste eigentlich ein Naturgesetz sein. Und in dem Sinn macht es absolut Sinn. Und ist es tatsächlich. Und wir gehen mal noch mal einen kleinen Schritt tiefer und schauen uns mal die Elementarteilchen an, aus dem das nicht nur das Leben entsteht oder entstanden ist, sondern eben auch die Materie an sich. Und da haben wir es mit den Elementarteilchen, den Elektronen und Positronen zu tun. Also da ist eine Arbeit von Michael König, ich glaube, du kennst ihn auch, ein alter Freund von mir, ein Quantenphysiker, ein Schüler von Charon übrigens, der die komplexe Relativitätstheorie erarbeitet hat. Und daraus geht er vor, und das können wir hier an dieser linken Grafik sehr schön erkennen, dass sozusagen das, was wir hier farblich dargelegt bekommen haben und sozusagen von unten nach oben geht, einem energetischen Spektrum entspricht. Ja? Die Elektronen sind sozusagen die Ladungsträger, die uns hier ausmachen. Ja? Ohne Elektronen gäbe es keine Atome und keine Materie und so weiter und so weiter. So, und das Bedeutsamste hieran ist, dass also hier, wie auch selber in diesem Buch, was es vor 30 Jahren mal gegeben hat, kann man nur noch antiquarisch bekommen, Elementarprozess der Erleuchtung, tatsächlich hier quantenphysikalisch darstellbar ist. Analog dazu, dass wir sozusagen durch Anregung unserer Energien, durch Anregung unserer Elektronen, bei Energie und Elektronen sind immer äquivalent, ja, je mehr Informationen wir haben, je höher sie von der Schwingungsebene sind im spirituellen Sinne, umso höher steigt die Schwingung. Und das sehen wir an den unterschiedlichen Farben. Die höchste Schwingung ist die violette Schwingung, ja. Und dann passiert etwas ganz, ganz Besonderes. Und das weiß man in der Quantenphysik. Ja, wenn es also ein Schwellenwert, da haben wir ihn wieder, dieses Alles-oder-Nichts-Gesetz, wenn wir das erreicht haben, diesen Zustand, also je mehr Elektronen und Positronen, also Materie und Antimaterie, als Lichtenergie auch bezeichnet, miteinander sich austauschen, umso stärker wird sich die Lichtenergie in ihren Innenräumen bündeln
und dann tatsächlich dazu führen, dass wir sozusagen aufsteigen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Für die Entitäten, die hier noch unten bleiben, wären die alle unsichtbar. Ja? Und aufs Aufsteigen heißt, sie steigen nicht komplett aus, sondern eben eine Ebene höher, was wir Shift nennen. Diesen Prozess kann man so genauso benennen. Und wir würde dem Aufstieg entsprechen in die höhere Dimension. Und er fasst das auch zusammen, sehr schön in Gelb hier markiert. Der Geist kehrt aus der polaren Ebene der Schöpfung zurück zu Gott, der über der Schöpfung steht. So, Originalzitat. Das kann man nicht mal so by the way, wie ich es jetzt mache. Das versuche ich zwar gerade zu erklären, das braucht schon ein bisschen mehr Verständnis und ein paar mehr Informationen. Soll hier nur zur Anregung gelten, denn ich habe da noch was anderes reingelegt, was das nochmal bestätigt, unter dem Motto Hilfe von oben. Also wir bekommen quasi zunehmend mehr Anregungsenergien auch von außen, ja, also quasi aus dem Zentrum der Galaxis, von unserer Sonne. Und schauen wir uns mal diese Grafik an. Das ist ganz neues Bild, ja, vom 1. September dieses Jahres aufgenommen. Hilfe von oben, so habe ich das etikettiert. Quelle ist wie immer hier unten angegeben. Und diese Kobolde, so wie sie in der Physik genannt werden, sind relativ neue Erscheinungen, die immer häufiger auftreten. Extrem hohe Entladungen, also bis zu 50 Mal höher als die stärksten Gewitter, die wir kennen. Und das sind also gigantische elektrische Entladungen. Und da haben wir es immer mit Elektronen zu tun, die ich ja eben gezeigt habe. Ja, und das ist äquivalent damit. Also wenn wir uns dieses Ereignis quantenphysikalisch anschauen, das dieses Bild hier darstellt, ja, dann bedeutet das auch, dass Materie und Antimaterie sich hier trifft. Und zwar die Antimaterie und Materieteilchen von uns, von unseren Körpern, wenn wir so wollen. Ja, und nochmal wiederholt darauf hingewiesen, das kann jetzt nur sehr kurzfristig dargestellt werden und sehr oberflächlich natürlich. Da sollte man, wenn sich da jemand für interessiert, nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Empfehle ich dieses Buch Antiquarisch, kann man es noch erwerben. Ansonsten bin ich auch bereit, da nochmal eine Sondersendung mit dir zu machen. Aber das, verstehst du das, Frank, was ich damit ausdrücken möchte? Unter dem Motto Hilfe von oben, die Anregung, die wir bekommen aus dem Universum sozusagen, aus dem Weltall, ja, nicht nur von der Sonne, ja, diese Elektronen, die über die Lichtquanten dann hier gehen, führen zur Resonanz in uns selber und führen dazu, dass sozusagen Materie, Antimaterie sich auflösen, zunehmend mehr Anteile davon und sozusagen auflösen und einen höheren Zustand gehen. Weil Energie kann nie verloren gehen, das wissen wir. Sie kann sich immer nur verändern. Und verändern heißt in den höheren energetischen Zustand quasi das, was wir Erde 2.0 nennen, das, was wir die fünfte Dimension nennen. Ist das so nachvollziehbar für dich, Frank? Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir alles durch unsere Schwingung ändern werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel manche Leute beten, manche Leute meditieren, sie setzen sich in einem Zustand von einer höheren Schwingung und verbinden sich somit eigentlich mit, wenn wir jetzt so sehen, uns sehen als Wesen, die in der Materie ist, in der Matrix, und außerhalb uns ist das höhere Selbst und das größere Selbst, das vielleicht denn sogar, wir wissen ja schon längst, in den Hyperraum geht, dass wir da diese Verbindung aufbauen. Und wer auch immer diese Wesen da sind, ob es jetzt ETs sind oder ob es unser Selbst sind in einem feineren, höheren Bewusstseinszustand, wir rufen eigentlich damit ihre Hilfe. Und in dem Sinne ist es, folgt es dann nicht das Gesetz, dass die dann eingreifen, weil das darf man nicht. Ja, wir wissen ja, dass man nicht eingreifen darf in eine andere Welt oder Kultur als Alien, wurde ja auf Star Trek schon immer dargestellt. So, sondern wir eigentlich fragen sie, ob sie uns helfen. Einige von uns, nicht viele, nicht alle, aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist eine gute Versicherung zu wissen, dass da tatsächlich jemand uns mit uns wirken wird, von der Ebene auch. Weil alle Ebenen sind in dem Sinn alle verbunden. Und wie du es mir so erklärst und zeigst auch mit diesem Bild, das bestätigt eigentlich nur für mich, dass wir diesen Energiezustand hier an der Erde, den man spürt, also mental sogar und geistig sehen wir, dass die Intensität der Aktivitäten auf diesem Planeten, ob es jetzt Feuer sind oder Brände oder Kriege oder einfach Intensität in der Politik, das wird ja widerspiegelt in der Energie überall. Ja. Und dass man diese überhaupt sieht, ist für mich nur ein Zeichen, dass
dass es eigentlich eine Bestätigung ist, dass wir einen höheren Energiezustand erreicht haben. Und das spricht auf die letzte Folie zurück oder die vorletzte, wo man diesen Tipping Point erreichen wird. Irgendwann muss es tippen. Irgendwas muss kommen. Und wir brauchen diese Hilfe, weil wir sehen ja die andere Seite, die mit der Materie arbeitet, die mit Transhumanismus arbeitet und so weiter und der Mechanik und Gentechnik und alle Sachen, die damit verbunden sind, die haben ja den großen Vorteil, dass sie gut finanziert sind, sich treffen überall, regelmäßige Vereinbarungen treffen und die Politik beeinflussen. Das können wir natürlich nicht. Ja, wir kämpfen eigentlich von dem Boden. Und wir brauchen andere, die zu unserer Seite stehen und uns helfen, ein Gegengewicht zu sehen, zu setzen, weil sonst schaffen wir das nicht. Ja, und ich glaube, das ist eine Zuversicherung und es gibt natürlich Zuversicht, nicht Hoffnung. Hoffnung ist für mich manchmal ein bisschen negativ belegt, weil es ist nicht möglich. Wenn es Hoffnung ist, dann ist es irgendwo in der Zukunft und nicht jetzt, ja. Das wäre ein Kompromiss, um den es nicht. Würde nichts zum Licht, würde wieder zum Alles- oder Nichts-Prinzip passen, ja. Hoffnung ist Option und optionell können wir jetzt nicht mehr arbeiten, wenn es darum geht. Aber Frank, umso wichtiger, dass du das nochmal eingetragen hast oder eingebracht hast, weil das habe ich jetzt vorausgesetzt und das ist mir entglitten. Und das ist natürlich schon mal aus dem Grunde wichtig, dass du jetzt dabei bist, mich darauf hinzuweisen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir unter dem Motto Hilfe von oben auch Hilfe von anderen Entitäten bekommen. Aber das, was wir oder was ich gerade eben beschrieben habe, durch die Folie eben, ja, und die davor natürlich auch, aber diese Kobolde, diese unfassbaren hochenergetischen Blitze, ja, die von oben nach unten gehen und von unten nach oben gehen. Und da denke ich mal, die nächste Grafik zeigt es sehr schön. Das ist eine NASA-Aufnahme und im Spiegel mal veröffentlicht worden. Hier ist die Quelle angeführt und dann heißt es sehr schön, in Erdnähe haben Forscher bereits Antiteilchen, also Antimaterie, nachgewiesen. Astrophysiker glauben, dass diese Teilchen bei Kollision subatomarer Partikel im interstellaren Raum entstanden sind. So, was ich damit sagen möchte ist, und darauf kommt es im Wesentlichen an, das sind Reaktionen, die unserem Bewusstseinsstand entsprechen. Ja, also wenn wir einen bestimmten Energiezustand erreicht haben, ein Level, ja, dann passieren nämlich diese Dinge ganz kurz davor, bevor so ein Schwellenwert erreicht wird, dann kriegen wir in diesem Falle auch die Geschwisterteilchen, aus denen wir ja auch bestehen. Antimaterie ist ein Teil von uns. Ohne Antimaterie, Teil von uns, würden wir gar nicht existieren können. Ja? Sie korrespondieren und korrelieren mit uns, um diesen Prozess noch zu beschleunigen. Also mit anderen Worten, ganz einfach nochmal zusammengefasst, das, was wir hier sehen, ist nicht irgendwo die Hilfsleistung von den Entitäten, die uns da wohl gesonnen sind. Die gibt es bestimmt auch, davon bin ich auch überzeugt. Aber das hier ist ein Ereignis, was mit uns selber zu tun hat, mit unserem Zustand zu tun hat, im Allgemeinen und vor allen Dingen im Speziellen. Diejenigen, die hier, und die Anzahl wird immer größer, schon einen relativ hohen Zustand, energetischen Bewusstseinszustand erreicht haben, die sind hiervon betroffen. Und würden sozusagen, wenn man sich fragt, na, was bedeutet das jetzt für mich, was verändert sich da, dazu führen, dass sozusagen alles, was uns noch blockiert, ja, entfernt wird, indem wir erkennen, ja, das wird nicht einfach weggenommen, ja, die Altlast wird nicht einfach getilgt, sondern auch da geht es darum, dass diese Altlast, sprich die Blockade, die noch dich daran hindert, noch nicht diesen Prozess zu vollziehen, das Shift noch nicht vollzogen wurde, dass das aufgelöst wird, indem du es erkennst. Und ich bedanke mich dafür, für diese wertvolle Erfahrung, denn das ganze Universum ist eigentlich nur entstanden, um Erfahrung zu machen, um zu lernen. Und ich denke mal, einige wollen die Schulklasse gerne nochmal wiederholen und andere sagen, das reicht jetzt, wir wollen aufsteigen und wir zählen auf jeden Fall dazu. Und das ist so eines dieser vielen Ergebnisse. Ist das so nachvollziehbar, Frank? Ja, also Dieter, ich muss sagen, als ich mit dir am Anfang des Jahres besprochen habe über ein neues Webinar und das ich eigentlich vollzogen habe, mindestens auf Englisch und die deutsche Version kommt noch, das habe ich Inner Looking Glass genannt, habe ich dich natürlich ausführlich Fragen gestellt bezüglich genau diesem Prozess. Und das hat, weil es mit der Zirbeldrüse was zu tun hat. Das ist ja ein Zirbeldrüsen-Webinar. Ja? Und ich hatte so einen Erleuchtungsmoment. Also als ich dich immer wieder für mehr Informationen gepumpt habe und dann schlussendlich hast du mir etwas über wellenstrukturierte Materie zugeschickt. Und
du hast mir dann endlich ein paar von deinen, echten, harten Unterlagen geschickt und ich musste mich tatsächlich so wirklich 2 Wochen damit auseinandersetzen, weil es ist so kompliziert, so, weil es in die Physik und die Mathematik und so einbettet. Und was ich daraus gelernt habe, das hat mich umgehauen. Ich hatte so einen richtigen Aha-Moment. Und das hat genau damit zu tun, mit was du jetzt gerade redest. Also einfach die Tatsache, dass Materie und Antimaterie miteinander spielen und dass es mit Wellen zu tun hat, das habe ich nicht wirklich so geschnallt. Und plötzlich fiel mir ein, weil wir reden ja von Skalarwellen und so, wenn wir miteinander reden, oft das und mit, dass unser Gehirn Interferometer ist und so. Aber wie das alles funktioniert, ist mir erst da eingeleuchtet. Und das ist dadurch, dass Materie und Antimaterie aufeinander prallen und dadurch entstehen Wellen. Und diese Wellen sind strukturierte Wellen. Und diese strukturierte Wellen sind das, was wir eigentlich um uns herum sehen. Und das Wichtige an dem Konzept für mich war, sobald, weil es hat mit Elektronen zu tun. Und du hast gesagt, wenn die Elektronen sich in einem anderen Spin versetzen, dann sind wir nicht mehr diese Strahlungen ausgesetzt. Mindestens der toxische Anteil davon. Und weil das Magnetfeld abbaut und wir uns dann mehr und mehr getroffen spüren sollten von diesen kosmischen Wellen, aber dass sie uns nicht zerstören, hat damit zu tun, dass unser Herz natürlich auch ein Magnetfeld von sich schickt. Aber das Allerwichtigste war für mich, dass die Elektronen, die Träger sind von den Informationen, aus der die Materie entsteht. Und wenn ein Punkt erreicht wird, von wo dieser Schwellenwert erreicht wird, wo wir von dem wir reden, dass wir Bewusstsein, das Bewusstsein oder einige Menschen, die ein Bewusstsein erreichen, die laden ja diese Elektronen mit diesen neuen Informationen auf. Und das ist nicht irgendwie lokalisiert zu dir alleine, sondern dass sobald das ein Elektronen trifft, dann wird die Informationen mit allen Elektronen im Universum geteilt. Und dann ist die Information draußen. Das heißt, genau wie Burkhard Heim es so beschrieben hat, die Information in diesem Feld, die ist ja da dann. Und kann jeder dann anzapfen, wenn sie sich in diese Schwingung bringen. Und das war für mich so eine Lösung. Und diese Zeichnung, dass diese Teilchen dann kommen, das war so ein Auslöser, dass die Teilchen eigentlich nur die Anreger sind. Die Anreger zum Bewusstsein. Klar, Habe ich genau. das richtig? Absolut. Und das, was wir da gesehen haben, sind ja Lichterscheinungen, nicht? Als sozusagen Botenstoffe, die die Informationen dann nach außen tragen, damit wir es sehen und erkennen können. Ja, und natürlich auch nochmal, was dazu passt, wenn wir jetzt Materie und Antimaterie, sprich Elektronen und die Geschwisterteilchen, eben Positronen, ja, nehmen, die sich jetzt auflösen, lösen sich damit die Polaritäten auf. Weil es sind die Polaritätsvertreter, positive Energie und negative Energie, also Plus und Minus. Negativ nicht mit charakteristischen Eigenschaften. Ja, also ich bin jetzt ein Negativer, ja, sondern ich bin negativ geladen, also im Sinne von anders gepolt, ja, Nord- und Südpol und so weiter. Das ist das, was sich hier nämlich in dem Moment auflöst. Wenn die beiden Dinge zusammenkommen, das sehen wir auch in der Entsprechung, wie oben so unten, dass sich das Erdmagnetfeld verändert, abschwächt und zu einer Polwanderung geführt hat, zum Polsprung führt. Das sind alles die gleichen Prozesse, die wir auf verschiedenen Ebenen jetzt gerade wahrnehmen. Ein großes kosmisches Theater, oder? Ein Szenario sondergleichen. Und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber jetzt gerade wieder reflektiere, mit dir spreche, weil das sind ja Dinge, die wirklich faktisch da sind. Ja, das ist das Schöne dran, Dieter, weil das ist eine unfreiwillige Information. Das heißt, wir müssen nicht daran denken, dass es funktioniert. Es funktioniert einfach. Das Und es ist erklärt eigentlich alles. Es ja. erklärt diese ganzen Wunder. Es erklärt die Tatsache, dass manche Leute durch eine Wand sich ja irgendwie auflösen und wieder, zusammensetzen können. So, Geschichten, wie man hört über Sai Baba und so weiter. Das Ja. sind so Sachen, die das alles erklären. Es ist möglich, weil die Information da draußen ist. Es ist nur eine Sache von, jetzt kommt ein Punkt, wo mehr von uns werden das irgendwie auch verkörpern werden. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dann stehen über alles. Ja, Ja. wir sind eigentlich, und das ist immer das Tragische, weil wenn man diese Transhumanisten zuhört, sie glauben immer, dass der menschliche Genom problematisch ist oder defekt hat, ein Defekt hat, und sie versuchen, die Defekte auszubessern. Und das ist sowas von einer arroganten Stellung. Ja. Weil wir haben eigentlich in uns perfekt alles eingebettet, inklusive die Organe im Kopf, die Zirbeldrüse und der Hippocampus und so weiter, die uns diese Verbindung versetzen zu diesem Hyperraum, wo wir eigentlich zu Hause sind. Exakt.
Es ist tatsächlich so, Frank. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz nehmen, weil es ist ja auch wiederum auch jetzt ein Fortsetz, ein roter Faden, der sich durch dieses heutige Gespräch ja und jetzt schon führt, weiter fortsetzen mit Zeitlinienverschmelzung, ja, so wie das Carrie Kay ja auch sehr schön beschreibt. Also das ist ja auch etwas, was alles genau da hineinpasst. Und das war ja ohnehin etwas, was ich jetzt nicht weiter vertiefen möchte, aus zeitlichen Gründen, weil ihr könnt euch, die meisten von euch werden es schon gesehen haben, vor wenigen Tagen habe ich ein Interview geführt mit Carrie Kay. Und Carrie Kay berichtet nämlich so explizit über das, was gerade jetzt passiert, im Sinne des Erwachens, des Shifts, des Aufstiegs und so weiter, aus eigener Erfahrung. Sie hatte durch sehr viele Nahtoderfahrungen in ihrer Kindheit, hat sie mehr im Krankenhaus verbracht als zu Hause. Darüber berichtet sie auch sehr eindeutig und erklärt dadurch auch das Phänomen, weil sie über, ich glaube, 20 Mal in einer Nahtoderfahrung war, in sehr jungen Jahren, hatte sie schon einen Kanal nach oben geöffnet und durfte zweimal explizit genau miterleben, was da passiert, was auf uns zukommt. Ja, also das bitte schaut euch nochmal an, was da gerade jetzt zustande gekommen ist, dass Carrie Kay und ich uns mit begegnet sind. Das musste, glaube ich, so sein. Ich kannte sie vorher nicht. Genau an meinem Geburtstag übrigens bekam ich die Information an meinem letzten Geburtstag und es war ein Geschenk von ganz oben. Und es war dann auch Liebe auf den ersten Blick. Wir haben miteinander telefoniert, erstmal ein Vorabgespräch geführt und es flossen Tränen. Es flossen Tränen, ein Wiedererkennen, weil ich habe ja eine Riesenlast getragen seit 33 oder 32 Jahren. Ja, es ist ja so, dass ich das eigentlich genau schon wusste, was da gerade passiert. Aber weil das so abgespaced oder abgefahren, wie man so schön sagt, klingt, so unglaublich, habe ich kaum gewagt, darüber zu reden. Und wir beide haben uns, weil wir enge Freunde sind und uns schon lange kennen, haben schon öfter mal darüber geredet. Aber ich wusste es ja seit 1900 und mein Gott nochmal, wann ist es gewesen? 91, 92. Ja, überleg mal, wie lange das her ist. Und habe selber zweimal, also einmal explizit ganz genau, schon mal auf Erde 2.0 leben dürfen. Ich war ganz kurz da, hatte so einen Flash. Hier sind vielleicht 5 Minuten vergangen, da war es anders. Also ganz spannende Geschichten, werde ich irgendwann mal vielleicht drüber reden. Aber es ist gar nicht so wichtig. Ich weiß eben seitdem ganz genau, dass es diese Erde 2.0 bereits gibt. Wir haben sozusagen uns zu Lebzeiten immer da, wo wir, ich sag mal, positive Erfahrungen hatten, hochenergetisch schwingende Elektronenzustände, wie wir es gerade gesehen haben, schon angelegt. Die sind ja nicht irgendwo weg, sondern die sind schon dort. Und haben dazu geführt, dass das Szenario, was ich mir selber kreiert habe, also die Freunde in Rufweite, die Lokalitäten genau ausgeschmückt, regnen tut es nur nachts, am Tage scheint die Sonne mit den moderaten Temperaturen, kleine Inseln, ja, die so um die 200 Meter Umkreis haben, da sind kleine Häuser drauf, die so Hopi-ähnlich aussehen oder eine Hobbit-ähnlich aussehen. Also all das habe ich mir schon seit vielen Jahrzehnten genau vorgestellt. Ich weiß, dass das so funktioniert. Weil diese Information damals vom Ananda Bosman kam, der in einem Koma-Zustand, nämlich auch schon in einem anderen, ja, Geisteszustand war und ihm vermittelt wurde, was da auf die Menschheit zukam. Ja, ein großes Thema, denke ich, belassen wir es hier ganz kurz bei, weil schaut euch bitte Carrie Kay nochmal an. Hier könnt ihr Teil 1, 2 und 3 sehen, weil das Gespräch dauerte zwar nur, ich glaube, 55 Minuten, war aber so intensiv, dass ich selber hinterher Probleme hatte, da erstmal eine Ordnung zu bringen. Ich war so positiv erregt, dass ich mir das zwei, dreimal noch anhören musste, was ich selber mit ihr gerade gesprochen habe. Deswegen haben wir es geteilt in drei Teile. Wir wollen es jetzt mal verarbeiten, sind jetzt alle freigelegt, veröffentlicht. Und Carrie und ich werden das fortsetzen und denke ich mal, das werden doch sehr spannende Gespräche werden. Also sozusagen ein Abgleich nochmal aus der vordersten Ebene. Ja, und da bin ich sehr dankbar, Frank. Carrie Kay, du hast es ja auch mitbekommen. Was sagst du vielleicht kurz dazu? Also ich, du hast mir sie auch vorgestellt und ich habe mir wirklich einige von ihren Videos dann angehört und ich war auch ganz begeistert, weil sie hat die Rolle oder die Aufgabe, wie auch immer man es bezeichnen will, in dieser Welt, in der wir sind, in dieser Matrix, diese Information so zu formulieren, dass es möglichst verständlich ist für viele Menschen. Sie redet ja nicht irgendwas Neues eigentlich, weil es gibt ja andere Nahtoderfahrungsleute, die Sachen berichtet haben über die andere Welt. Und es wurde auch schon öfters in Sachen wie Seth Material und so ähnlich erklärt. Aber ich fand, wie sie es rüberbringt, höchst sympathisch. Und man nimmt es ihr ab, weil
sie hat eben diese vielen Nahtoderfahrungen gehabt und sie spricht mit einer Frequenz in ihrer Stimme. Ich bin ein sehr tonorientierter Mensch, weil ich mich mit Musik beschäftige. Ich kann hören, wenn irgendwas in der Stimme nicht stimmt, irgendwas in der Schwingung nicht richtig ist. Und für sie hat für mich irgendwie alles gepasst. Und deshalb habe ich auch kleine Segmente von ihren, ein paar von ihren Videos in meinem Webinar mit hineingezogen, weil ich dachte, was für ein, also du erklärst über irgendwie Sachen und sie erklärt es dann, es macht dann eine Ergänzung. Und wir brauchen in dieser Zeit jetzt, brauchen wir alle möglichen Wege, die uns ansprechen, uns zu erinnern, an wer wir wirklich sind. Weil ja, wir vergessen genau, wie mächtig wir sind. Und sie erinnert uns wirklich sehr, sehr, sehr schön und toll an, dass wir eigentlich diese Schöpfer sind und dass wir viel größere Sachen tun können, als wir uns momentan einbilden, weil wir haben uns irgendwie niederkriegen gelassen. Also, das ist ein schlechtes Wort auf Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und sie bringt uns wirklich zurück zu dem, was wir wirklich sind. Und das finde ich wirklich höchstens toll. Ja, ich auch. Also bei mir ist ein großes Ja. Also ich fühlte das mich ja so erleichtert und das tue ich immer noch, weil ich einfach mal weiß, jetzt ist es soweit, dass man das wirklich auch an die Öffentlichkeit tragen kann mit auch den Informationen, die ich dann noch habe und bisher einfach nur deswegen zurückgehalten habe, weil ich auch gespürt habe, wir sind noch, die Zeit ist noch nicht so weit, ja, nicht nur, weil man mich für verrückt erklären würde dafür, aber jetzt ist es tatsächlich so und jetzt werden auch von mir die Informationen noch kommen, ja, das werden wir nochmal vielleicht auch gemeinsam miteinander besprechen und bearbeiten. Aber lassen wir es dabei. Es geht ja weiter. Carrie Key und ich bleiben in Verbindung. Sie hat auch gesagt, dass sie mich wahrscheinlich besuchen wird hier in Griechenland und dann ein paar Tage bleiben wird. Dann könnte man auch noch was anderes, Größeres machen. Wir werden es sehen. Aber etwas anderes ist auch noch großartig. Wiederum aus einer anderen Ecke, auch Hilfe von oben, wenn man so will, ja. Geschehen. Professor Trofimov, glaube ich, dürfte euch allen bekannt sein. Ja, ich habe über den Professor Trofimov schon so lange in meinen Büchern berichtet, so oft und auch in einzelnen Vorträgen. Es ist ein bisschen still geworden um ihn. Wir haben ihn ja zweimal eingeladen, einmal auf den großen Kongress in Wien, Chaos und Ordnung. Dann haben wir ihn eingeladen nach Salzburg, ja, wo er dann ein Hauptseminar durchgeführt hat und was unterbrochen wurde. Da sind also dann Dinge aufgetreten, die waren nicht schön. Ja, da war ein starker Gegenwind und da war vom Erdboden verschwunden. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir einen so intimen, freundschaftlichen Kontakt, dass wir auch sogar am Heiligen Abend miteinander über Skype telefoniert haben, gesprochen haben und im Schnitt alle 14 Tage einmal mit und das zweimal die Woche. Ja, das brach auf einmal ab, als er auf dem Kongress in Salzburg zurückgedrängt wurde, dass er über bestimmte Dinge eben nicht reden durfte, sollte. Ja. Tiefer will ich nicht eingehen. Das Schöne ist, er ist wieder da. Ich habe gerade vor wenigen Tagen eine Mail von ihm bekommen. Vera und ich haben diese Mail bekommen. Und wo er schreibt, ich bin da. Und da schreibt er eben hier noch ein Original. Das blende ich hier kurz ein. Zurück vom Altai-Gebirge, ja, wo ich neue kosmische Sonnenaufgangskräfte erhalten habe. Das klingt schon mal ganz spannend. Punkt, Punkt, Punkt. Lasse ich auch mal so stehen. Aber tatsächlich, wir sehen auch das Foto hier von einem großen Kongress im Altai-Gebirge, ich weiß nicht genau den Ort, wo es dann war, ging also ein Kongress über 2-3 Tage. Und er hat es tatsächlich geschafft, sein Gerät wieder aufzubauen, das Cosmobiotron-Gerät, das Gerät, von dem über die Legenden entstanden sind. Ja? Also das Gerät, was den Alterungsprozess zurückgesetzt hat, angeblich. Ja? Das ist ja die große Frage. Und es gab damals nur ein einziges Gerät davon in Novosibirsk. Und er hat diese Forschungsstation die letzten Jahre geleitet. Und er sagte auch selber, dieses Gerät gab es nur einmal auf der Welt. Und bewusst auch in Novosibirsk, weil da das Magnetfeld am schwächsten ist. Und dieses Gerät macht nichts weiter, als dass es die Erdmagnetfelder abschirmt. Da ist nichts Technisches sonst dabei. Es ist nur eine Abschirmung von Magnetfeldern. Nicht nur der elektromagnetischen, das ist trivial, der magnetischen Felder. Und nun schreibt er und sagt, es ist mir gelungen, das Gerät damals wurde sofort vom Militär abgeholt, nachdem die Sowjetunion aufgelöst wurde. Seitdem hatte er das Gerät nicht mehr und jetzt hat er es nachgebaut. Hier haben wir ein Foto, das hat er uns geschickt. Ja. Und soll jetzt bedeuten, das hat er auch geschrieben, dass wir jetzt gemeinsam die nächste Phase einleiten. Und ich denke,
Allein darüber zu reden, wäre noch eine extra Sendung. Ich werde Alexander Trofimow bitten, und das weiß er auch schon, er hat grundsätzlich es mal zugesagt, entweder nochmal zu uns zu kommen, dass wir uns nochmal treffen, entweder wieder in Österreich, in Wien oder in Salzburg oder vielleicht auch bei uns in Griechenland. Wir werden sehen. Aber Fakt ist, dass er über die Daten verfügt, über die Gerätschaften verfügt und vor allen Dingen über das Wissen verfügt, was jetzt in der finalen Finalzeitphase des Erwachens so wichtig ist. Das sind die Dinge, die er mir damals immer wieder gesagt hat, kurz vor seinem Untertauchen. Ja, wo er gesagt hat: Dieter, wir sind noch nicht ganz so weit, die kritische Masse ist nicht da. Aber wenn es dann soweit ist, werde ich wieder auftauchen. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Ich habe es damals nicht so ernst genommen. Und dann werden die richtigen Tools, die Hilfswerkzeuge, die wir brauchen, auch zur Verfügung stehen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder sich so ein Gerät zulegen soll oder wir da hinfahren müssen nach Sibirien, um da reinzugehen. Das ist ja so das Wunderbare, dass das Magnetfeld der Erde ohnehin ja schon sich so weit abgeschwächt hat, dass diese Bedingungen, die er damals über 4 Jahrzehnte rausgekriegt hat, dass die telepathischen Fähigkeiten zunehmen von Menschen, dass die Eingebung und Zirbeldrüsenaktivitäten zunehmen, dass die Inspiration zunehmen, dass wir wesentlich mehr von unserem Gehirn nutzen, von der Kapazität, als nur die 3 oder 5%, ja, auf zweistellige Größenordnung hoch. Also das alles sind Dinge, die er ja damals schon erforscht hat, von dem er weiß, dass es ist. Und jetzt haben wir diese Bedingungen auf der Erde. Also ein schönes, erleichterndes Gottesgeschenk auch, dass Alexander noch unter uns ist und mit froher Botschaft gekommen ist. Auch ihn haben wir als starken Verbündeten. Und freust du dich auch darüber, Frank? Ja, ich finde, die Arbeit von Trofimov haben mich immer sowieso fasziniert. Wir haben ja auch selber zusammen ausführlich über ihn gesprochen, über seine Arbeit und genau diese Sachen, wie seine Experimente dazu geführt haben, dass man zuerst mal das Phänomen, das die Astronauten erlebt haben, versucht hat zu analysieren, weil die sind ja dann irgendwie psychisch krank geworden, was nichts anderes heißt, als sie haben sich entschieden, das Programm nicht mehr zu machen, was sie haben es durchblickt. Und in dem Sinn hat er für mich immer symbolisiert, jemand, durch dem die Experimente eigentlich uns zeigen werden oder sollten, die Zukunft, weil wir eben jetzt, genau wie du sagst, erleben, das Magnetfeld baut ab und wir kommen dann durch die Natur alle in seine Maschine hinein, ohne dass wir bei ihm in der Maschine sein sollen. Aber er hat für jeden von uns quasi den Weg vorbereitet und uns gezeigt, hey Leute, ihr müsst nicht ausflippen, sondern wenn ihr was Komisches spürt oder erlebt, dann hat das nur einen Grund in der Natur. In seinem Labor ist eigentlich nur dazu da gewesen, um diese Zustände zu dokumentieren und uns klarzustellen. In dem Sinn, fantastische Nachricht und ich freue mich total. Hoffentlich kann ich ihn dann auch mal persönlich treffen und kennenlernen. Ja, das wird mit Sicherheit geschehen. Ich habe vor allen Dingen auch Material bekommen, auch Filmmaterial von diesem Labor aus der Zeit, wo es funktioniert hat. Da sind unfassbare Informationen drin. Hatte ich im letzten Realitätsgleich schon auch mit Heidi damals angedeutet, dass ich quasi fast platze von dieser Last, ja, die mich da so jetzt auch endlich mal befreien kann, indem ich jetzt an die Öffentlichkeit gehen kann mit diesen Informationen. Ja, das hat sich schon angedeutet, dass der Trofimov wieder zurückkommt. Es geht in diese Richtung, aber nicht nur die. Machen wir mal den Zwischenschritt, den roten Faden behaltend. Wir werden das ja ohnehin noch alles extra vertiefen. Aber das Wichtigste ist, also ich fasse kurz zusammen, die Voraussetzung dafür, dass wir sozusagen den nächsten Schritt vollziehen, den nächsten Evolutionsschritt, sind da. Wir haben das mit den kosmischen Strahlen gesehen, wir haben das mit Materie, Antimaterie gesehen, wir haben jetzt erkannt, das Erdmagnetfeld trägt dazu bei, die Abschwächung. Und also im Grunde genommen ist alles angerichtet, ja. Und in dem Moment gehe ich sogar so weit, dass ich sage, wenn nicht die Störeinflüsse so groß wären, wie sie jetzt sind, hätten wir schon lange diesen Shift-Prozess vollzogen. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja, alleine schon die größte Verhinderung besteht darin, indem die Menschheit in die Angst getrieben wird. Ja, also die Angst war ja, die wird ja, das ist ja, also sondergleichen. In der Form hat es das ja noch nie gegeben. Wir waren ja in einem zombifizierten Zustand, hypnotisierten Zustand auf jeden Fall gehalten durch die Medien und also auch Hartgesottene, die bisher, also ich kenne da so ein paar Hardcore-Standpunktvertreter, die jetzt auf einmal doch überfordert werden und oder sind und sagen, oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, ja. Aber genau das ist es jetzt. Und jetzt ist es wichtiger als jemals zuvor, dass wir dieses
Gottesgeschenk, so möchte ich das wirklich sagen, was von oben kommt, ja, von außen bereits da ist, ja, da ist, dass wir das auch nutzen können. Und in dem Moment ist es die Voraussetzung, dass wir in den Zustand der inneren Ruhe kommen. Also nicht nur die Ruhe, indem ich mich also vor Geräuschen schütze und für irgendwelche möglichen Stressoren, ja, Leute, die mich vielleicht mal eine kurze Zeit nicht stören oder alles, was mich stören könnte, sondern eben nicht nur der Ausschluss von Störungen, sondern tatsächlich eben auch ein Zustand, den man im weitesten Sinne als einen meditativen Zustand bezeichnen kann, aber eben nicht irgendeine Meditation, sondern es gibt einen Zustand der inneren Ruhe, den wir nur ganz selten kennen. Und Leute, die schon seit 10, 20 und noch mehr Jahren meditieren, die uns jetzt gesagt haben, und die ahnen schon, worauf ich jetzt hinaus will, nämlich auf die neue Octavia-CD, dass sozusagen der Verstand sich in die zweite Reihe zurückstellt, ja, die nimmst du nicht mehr da. Und dazu ist ein Prozess erforderlich, der also dich erstmal da abholt im Alltagsgeschehen. Du schließt die Augen, das ganze Ereignis ist ein Klangereignis über Kopfhörer dargeboten. Und aktiviert die Zirbeldrüse und den Hippocampus gleichermaßen. Das mit dem Hippocampus ist neu. Ich habe vor vielen Jahren schon die Informationen bekommen, aus Russland mitgetragen, teilweise aus dem Pavlov-Institut noch, das ist auch schon 30 Jahre her, bald wieder, wie es denn hieß, der Hippocampus ist das Top-Secret-Organ, steht noch über der Zirbeldrüse, obwohl die beiden interagieren. Aber Hippocampus ohne Hippocampus, und jetzt kommt's, kein Aufstieg. Ohne Hippocampus kein Aufstieg. Das habe ich noch in Erinnerung gedacht. Was bedeutet das? Die Informationen liegen alle vor. Die werde ich irgendwann jetzt auch nochmal nach außen tragen, was es bedeutet. Aber wir haben es umgesetzt. Wir haben es umgesetzt und in akustische Klänge, die tatsächlich genau diese Resonanzfrequenz des Hippocampus und der Zirbeldrüse anregen und dann noch durch bestimmte Verfahren, die eingebaut wurden, tatsächlich noch eine Tür aufmachen, durch ganz bestimmte, ich sag mal, Frequenzpassagen, die unterschwellig wirken, dass du in einen Zustand kommst, den du ja, Frank, erlebt hast. Ich habe dich ja auch gebeten, hörst dir mal an. Und ich weiß, dass du jemand bist, ich zitiere dich relativ original, bei mir wirkt sowas sonst immer nicht so. Genau. Ja? Vielleicht erklär doch mal kurz, was bei dir passiert ist. Ja, ich habe mich hingesetzt und ich habe gute Kopfhörer und ich habe nicht gewusst, was jetzt zu erwarten war. Und ich sitze dann und warte und der Klang, also das Klangbild ist natürlich wunderbar, schon alleine das und der Aufbau und es hat eine Spannung und irgendwie, glaube ich, war das nach 10 oder so Minuten, hatte ich plötzlich ein Flash. Also ich sah tatsächlich einen Flash und ein Lichtflash. Und danach hatte ich fast das Gefühl, dass ich irgendwas genommen habe, ehrlich gesagt. Also es war, als ob ich irgendwie, mich gerade mit irgendwie DMT versetzt habe oder irgendwas, ganz, ganz kurz nur. Aber das war so ein sehr merkwürdiges und ich habe dann ein unglaubliches Gefühl von Glücklichkeit bekommen in dem Augenblick, wo das passiert ist. Und dann, und dann musste ich natürlich abbrechen, weil dann mein Alltag wieder zurückkam. Und aber das war das erste Mal alleine. Nur so habe ich das erlebt. Und ich weiß, dass Tony auch etwas Ähnliches erlebt hat. Vielleicht nicht mit dem Gefühl, dass sie irgendwas genommen hat, aber mit dem Gefühl, dass sie, also mit dem Flash hat das Lichterlebnis hatte sie auch gehabt. Du hast auf jeden Fall etwas getroffen da, Dieter. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, weil mich, wie du schon gesagt hast, mich trifft normalerweise nichts so wirklich besonders. Ich bin in dem Sinn, mein Empfinden funktioniert auf andere Art und Weise. Mein Gespür und so weiter, meine Anbindung ist durch andere Wege normalerweise. Aber in diesem Fall muss ich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, dass du da tatsächlich etwas Neues und Interessantes erreicht hast. Du und Simon, nehme ich an, oder? Und ihr zwei, ihr habt das irgendwie habt ihr da irgendwas Besonderes hingekriegt, muss ich sagen. Gratulation, ja. Danke dir, Frank. Danke, danke. Nun, Tonja ist ja nun sehr, sehr sensitiv. Ja, die nimmt ja nun Dinge wahr, die auch ich nicht so richtig wahrnehme. Ganz feinsinnig. Also ich kenne ganz wenige nur, die diese Feinsinnigkeit hat. Und freut mich, dass sie das auch wahrgenommen hat. Danke, bitte grüßt Tonja auch ganz, ganz herzlich von mir. Das werde ich.
Wir werden dann auch weiter darauf eingehen, das werden wir heute nicht machen im Realitätsabgleich dieses Monats. Es geht ja eigentlich um den letzten Monat, wenn man so will. Denke ich mal, soll es erstmal hierbei reichen. Noch etwas anderes hinzugekommen, da sind wir auch im Groben durch. José oder Dr. Jerry Dogenio hat sich wieder gemeldet. Ja, ich habe über den mal berichtet. Es gab auch ein Interview mit ihm. Ja, ist jemand, der als Wissenschaftler, eben auch Top-Wissenschaftler, nachgewiesen hat, dass sich unsere DNA verändert. Ja, und das geht in Richtung Mehrstrang-DNA. So. Und das ist in einer zitierfähigen Fachzeitschrift veröffentlicht worden. Und das war eine Revolution natürlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das sieht man ja immer in, ich sag mal, naturwissenschaftlichen Gemeinden, hielt man das für abwegig oder unsinnig oder wie auch immer. Aber das ist wohl tatsächlich nachgewiesen worden. Und da habe ich dann ein Interview mit ihm bekommen. Und es war ein sehr herzliches Interview, ein herzliches Gespräch. Dann habe ich auch viele Jahre nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt vor kurzer Zeit ist etwas von ihm wieder entstanden und ich habe auch wieder Kontakt zu ihm. Und zwar ganz interessant, er hat etwas entdeckt und das ein Video, was ich hier nochmal kurz empfehlen möchte. Es geht, glaube ich, nur 5 Minuten und das zweite 7 Minuten. Die gehören aber zusammen, Teil 1 und 2, wo er über seine neue Erfindung redet. Und vielleicht ganz wichtig nochmal, natürlich hat es was mit Klang zu tun. Er sagt nämlich, Klang ist mächtiger als Licht. Man muss sich das mal vorstellen und belegt das dann auch, ja. Und wenn wir uns dieses Bild anschauen hier, gerade auf der rechten Seite sehen wir einen Sessel mit Kopfhörern. Auch er hat arbeitet mit ganz bestimmten Passagen, Frequenzpassagen, über die er noch nicht berichtet hat. Das wird er wahrscheinlich machen. Aber er kommt offenbar zu einem sehr ähnlichen, wenn nicht gleichen Ergebnis. Möglicherweise macht er sogar das Gleiche. Weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist auch wieder etwas Gemeinsames, auch aus dem Grunde, weil auch Jerry war jemand. Das sagt er in diesem Video, glaube ich, in einem anderen. Mir hat das mal erzählt. Jerry war klinisch tot durch einen Herzinfarkt, ist er reanimiert worden. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er klinisch tot war. Und in der Zeit, wo er klinisch tot war, hat er Erkenntnisse gewonnen, Wissen eingetragen bekommen, über das er später noch verfügen konnte und hat Jahre gebraucht, insgesamt glaube ich sogar 12 Jahre, um dieses Wissen wirklich auch umzusetzen. Das hat zu dieser Technologie hier geführt. Ja, und da wusste er nämlich auch, wie man die 12-Strang-DNA auch wirklich nachweisen kann, dass das wirklich auch kein Schurk ist, sondern tatsächlich so funktioniert. Also auch Jerry hat, genau wie Carrie Kay und genauso wie es bei mir ja auch war, ich habe meine Nahtoderfahrung mit 21 oder 22 gehabt. Ja, über die habe ich schon geredet. Also das ist auch interessant, dass man da irgendwo, das muss wahrscheinlich nicht grundsätzlich so sein, aber über diese Ebene beim Ananda war es ja auch so. Ananda Bosman, ja, so wie er damals hieß, haben vor 33 Jahren hatte eben seinen schweren Unfall, war klinisch tot. 10 Minuten übrigens war er im Koma. Und als er aus dem Koma zurückkam, hat er das gesamte Wissen gehabt, ganz speziell, was auf die Menschheit zukommt, das Prinzip Erde 1.0 und das Erwachen und das Aufstieg und Schiffprozesse und so weiter, bis ins Detail. Das hat er mir ja damals gleich mitgeteilt. Ananda hat ein paar Wochen bei mir zu Hause gewohnt und ich habe alles von ihm informiert, die ganzen Informationen bekommen. Auch da wieder, interessanterweise geht das einher. Ich glaube, J.J. Hurtak wäre ja auch jemand, wo man sagen kann, was der für ein Wissen hat, das kann man sich gar nicht empirisch erarbeiten. Unmöglich, ja. Wenn man Key of Enoch nimmt, dieses unfassbar komplexe Werk, ja. Aber wir kennen ihn selber, du kennst ihn auch privat noch ein bisschen länger als ich. Ich kenne ihn auch schon, auch privat und wir haben ja auch noch einiges miteinander vor, wie er im letzten Gespräch ja gesagt hat. Er sagte mir auch, er hat das Wissen tatsächlich von oben bekommen. Das war kein Channeling, da legt der Wert drauf. Ist nicht gechannelt worden, sondern er hat es abgegriffen, ist in einen Zustand versetzt worden, wo er das genau gesehen hat, was da passiert mit dem sogenannten Erwachen und so weiter. Also auch da wieder. Also, Frank, summa summarum, jetzt das alles zusammen, jetzt mit Jerry nochmal ganz zum Schluss, werden wir weiter fortsetzen. Also, das hat sich eine ganze Menge getan und summa summarum eben, es konkretisieren sich die Dinge. Ja, es wird immer klarer und deutlicher und entbindet uns jetzt noch weniger als jemals zuvor. Das sollten wir eigentlich heute mitgenommen haben als Essenz dieses Gesprächs hier, dass wir dieses Alles-oder-Nichts-Gesetz nochmal hinterfragen sollten. Jeder für sich ganz individuell. Wie sehr will ich es überhaupt? Und wie sehr will ich es?
Ja, wie sehr bin ich in meiner 100% Entscheidung? Ja, und ich habe in einem letzten Interview vor ein paar Tagen auch nochmal dieses Thema alles oder nichts angesprochen. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich auch noch in Erinnerung hatte. Dieses Prinzip von, ich erschaffe mir einen freien Parkplatz. Das war auch vor 30 Jahren mal irgendwo Mode. Ja, und in einer Stadt wie Berlin, in der ich damals gelebt habe, um an der Uni zu forschen, da war es dann ganz schwierig mit Parkplätzen. Heute ist es ja noch schwieriger. Und ich habe das also tatsächlich erfolgreich einsetzen können. Mir visualisiert, dass der Parkplatz frei wird in dem Moment, wenn ich komme. So, das war zum Erstaunen. Und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Und wisst ihr, warum das nicht funktioniert hat? Weil einfach mal eine Routine sich eingespielt hat und ich sozusagen noch dran nachgebessert habe bis zum Schluss. Also ich stand schon quasi in der Straße, wo ich jetzt parken wollte und Ausschau hielt und habe diesen Wunsch eigentlich nicht losgelassen. Also dieses sozusagen ultimative, ich bin davon überzeugt, dass der Parkplatz frei ist, nur als ein einfaches Beispiel jetzt, ja, hat gereicht, dass hier 100% das alles sozusagen war, dass dann der Parkplatz auch wirklich auf wundersame Weise dann genau frei wurde. Da fuhr genau jemand raus, wo ich kam und konnte einparken und so weiter. Ein ganz wichtiges Prinzip, das alles oder nichts Gesetz, hinterfragt das bitte für euch selber in Bezug auf das, was jetzt ansteht. Wollt ihr den nächsten Schritt gehen? In welcher Form wird sich dann ganz individuell ergeben? Aber am wichtigsten ist, dass genau das für jeden von euch geklärt werden sollte. Und ich arbeite auch noch dran, muss ich sagen. Es gibt Tage, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, an 100% war ich wahrscheinlich immer noch nicht. Sonst wäre ich schon da, ja, möglicherweise. Aber wie gehst du damit um, Frank? Also ich glaube, wir müssen uns lieben. Das ist wichtig, weil die Selbstliebe hat nichts mit irgendwas Materialistisches zu tun. Das ist eine Art Liebe mit der Schöpfung. Wenn man sich selbst liebt, in dem wahrsten, richtigsten, pursten Sinne, dann liebt man die Schöpfung, die ihnen das Leben geschenkt hat. Und das nimmt man dann mehr so wahr, und was die Welt eigentlich ein Geschenk ist. Und dann nimmt man die Position eher ein, dass man seine Einstellung adjustieren kann, wie man etwas wahrnimmt. Man kann sich entscheiden, ist das jetzt, bin ich jetzt ein Opfer oder bin ich ein Schöpfer? Und das macht einen Riesenunterschied. Und ich glaube, je mehr man das praktiziert, je glücklicher wird man. Und du sagst es schon richtig, wir haben alle unsere Macken, und wir haben alle die Höhepunkte, wo es uns richtig gut geht, und dann auch manchmal die Tiefen. Aber die Tiefen sind auch wichtig, weil die sind auch da, um uns wieder zurück zu katapultieren in dieses höhere Wissen, zu wissen, okay, das habe ich jetzt mal wieder durchgemacht und ich habe es überlebt und ich bin dadurch noch stärker geworden und noch überzeugter von meiner eigenen Schöpferkraft. Und ich glaube, bis wir wirklich das 100 Pro haben, sonst wären wir ja gar nicht hier. Und es wird ja auch behauptet, dass die Welt hier, der Matrix, eigentlich nur dient, dass wir üben können, um zu diesem Zustand zurückzukommen. Und ja. Und dieses Lieben, sich selber zu lieben, möchte ich vielleicht auch zum Abschluss nochmal mit einbringen. Auch im Sinne, weil es ist ja erstmal nur ein Zustand, den wir da beschreiben und der klingt wunderbar und der ist vor allen Dingen richtig. Aber wie mache ich das? Indem ich zum Beispiel in die Dankbarkeit gehe, indem ich mich über mich selber freue, dass ich bin und eigentlich immer schon da war und immer sein werde, dass dieses Gottesgeschenk, was das ja ist, einfach mal als solches zu erkennen und dadurch in die Freude zu gehen. Insofern dreht sich auch da wieder und schließt sich wiederum ein Zirkel, den ich immer wieder erwähne, geht in die Freude. Ja, aber eben nicht in die Freude des Verstandes. Das ist ja der sogenannte Spaß, sondern in die Freude des Herzens. Da, wo wirklich dieses Herz aufgeht, sagt ja. Ja, annehmen, ja, das Leben so, seine eigene Göttlichkeit. Und in dem Moment ist deine Schwingung nachweislich messbar, wäre die sogar, ja, schon so hoch, dass wir ohnehin dann von außen relativ wenig, entsprechend weniger auch an Störungen erleben. Weil wir haben einen Schwellenwert schon fast erreicht, über den wir jetzt mehrfach heute gerade zu Beginn gesprochen haben. Und insofern so oft wie möglich in den Zustand der Freude gehen. Und möglichst über die Natur an sich, ja, weil wir sind Teil der Natur, nämlich die schönen Bäume, die schönen Blumen, die schönen Pflanzen, die schönen Tiere, ja, also da, die Freude
vor allen Dingen auch, wenn man sich selber in den Spiegel schaut, anschaut und erkennt, indem man tief in die Augen schaut und sagt, oh mein Gott, ist das göttlich, dass ich sein darf. Und so möchte ich auch wieder schließen. Frank, danke dir ganz herzlich. Danke euch, liebe Freunde. Und unter dem Motto, schön, dass es euch gibt. Schön, dass es uns gibt, oder? Ja. Danke, Dieter. Toller Gedankenfluss, tolles Gespräch. Dankeschön.